Hallo YouTube. Heute erklären wir einmal, was ein Inertialsystem ist und was das Besondere an Inertialsystemen ist. Und zwar hatten wir gesehen, die Lichtgeschwindigkeit ist für alle konstant und so, dies, das. Aber was hat das jetzt genau zu sagen? Und dafür gucken wir uns erst einmal an, was ist ein Inertialsystem. Und wir gehen einfach mal davon aus, es gibt zwei Menschen. Das ist Mensch 1. Und das hier ist Mensch 2. Und Mensch 1 ist aber nicht irgendein Mensch. Mensch 1 fährt gerne Zug. Und deswegen sitzt er in so einer Kabine von so einem langen Zug. Und der Zug ist gerade auf dem Weg nach Zukunft City. Denn dieser Zug ist nämlich ziemlich schnell. Der kann ziemlich sehr schnell fahren. Und der Zug fährt nämlich mit, sagen wir, der halben Lichtgeschwindigkeit. Und jetzt gibt es ein paar witzige Sachen, die passieren, weil die Lichtgeschwindigkeit konstant ist. Wir werden aber nicht über alle reden. Und was wir zuerst einmal reden müssen, ist über das, was Einstein hierzu gesagt hat. Und zwar, was hat Einstein hierzu gesagt? Und das ist jetzt was Besonderes. Alle physikalischen Gesetze sind für jedes Inertialsystem gleich. Das heißt, egal ob man der gelbe Mann ist oder der rote Mann ist, man merkt die gleichen physikalischen Gesetze. Und zusätzlich sieht man die gleiche Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, der gelbe Mann sieht, oh, das Licht da vorne hat die Geschwindigkeit c. Und da ich die Geschwindigkeit 0 habe, muss das Licht insgesamt die Geschwindigkeit c haben. Und der rote Typ sieht, oh, das Licht hat eine Geschwindigkeit. Und ich selber. Für ihn selber hat er die Geschwindigkeit 0. Er bewegt sich ja nicht im Zug oder so. Aber er denkt so, yay, ich habe die Geschwindigkeit 0. Denn was wir ganz oft sehen, wenn wir aus dem fahrenden Zug gucken, das ist jetzt ein Zugfenster. Das heißt, wir sitzen gerade in so einer Kabine. Rechts ist ein Stuhl und links ist ein Stuhl. Wenn wir rausgucken, sehen wir nicht irgendwie, dass wir uns bewegen oder so. Sondern was wir dann sehen, ist, dass zum Beispiel ein Baum oder so, hier ganz schön gezeichnet, ein Baum bewegt sich an uns vorbei. Das heißt, er bewegt sich zum Beispiel in diese Richtung an uns vorbei, wenn wir selber in Wahrheit in diese Richtung fahren. Wir selber fahren zwar in diese Richtung, das Einzige, was wir aber sehen können, das heißt, das hier sehen wir gar nicht. Wir sehen nicht unsere eigene Bewegung. Was wir nur sehen können, ist die Bewegung der äußeren Umwelt. Das heißt, ein Inertialsystem sagt genau das aus. Ein Inertialsystem ist immer ein System, in dem man selbst sozusagen ruht. Der Typ hier sieht sich selbst als ruhend an. Er sitzt ja irgendwo, keine Ahnung, er sitzt hier im Zug. Und für ihn selbst denkt er sich, hey, jo, ich habe die Geschwindigkeit 0, ich sitze hier rum. Aber was er sieht, oder was er sieht, draußen hat die Geschwindigkeit Zug. Beziehungsweise in diesem Beispiel hätte er draußen die Geschwindigkeit 0,5c. Das heißt, der Mensch selber denkt, er würde sich mit der Geschwindigkeit 0 bewegen. Und draußen würde sich mit der Geschwindigkeit 0,5c bewegen. Obwohl der gelbe Typ sieht, der Typ bewegt sich mit 0,5c. Der gelbe Typ sieht, also dieser gelbe Mensch hier sieht, hey, er bewegt sich mit 0,5c. Und das ist was ziemlich Besonderes. Denn das zeigt zum Beispiel, warum wir nicht vollkommen durchdrehen, weil wir sind ja auf einer Erde. Und wenn wir die Bewegung der Erde sehen würden, würden wir kaum noch was wahrnehmen, weil alle Geschwindigkeiten
Im Vergleich zu 70 km/h pro Sekunde, oder was das war, 70 km/h pro Sekunde ist auch schön, auf jeden Fall in der verdammt hohen Geschwindigkeit, ist ziemlich gering. Das heißt, wenn da irgendein Auto lang fährt, würden wir gar nichts mehr bemerken, weil wir sind ja auf einer verdammt schnellen Erde. Aber selber denken wir, wir hätten die Geschwindigkeit null. So ist auch dieser Zug, der hier vielleicht auf der Erde mit 0,5 C lang fährt. Und der Typ, der sich selbst als Null sieht und den roten Typen als 0,5 C sieht, so hat er vielleicht selber noch eine Bewegung und irgendein Alien in so einem, in so einer fliegenden Untertasse. So typisch kitschiger Film. So ein kleines Alien. Würde vielleicht was anderes sehen. Das würde dann vielleicht sehen, dass die Geschwindigkeit von der Erde haben. Und das ist jetzt erst einmal die Idee der Inertialsysteme. Jeder Mensch denkt, oder ich, alles denkt, es selber würde ruhen und die Umwelt bewegt sich. Jeder denkt das. Auch du. Und wenn du beim nächsten Mal im Zug sitzt und dir denkst, ich bewege mich, dann ist das nur eine Sache, die dein Gehirn dir sagt. Das, was du aber sehen kannst, ist nur die Bewegung der Umwelt. Du wirst niemals eine eigene Bewegung sehen. Du wirst immer nur die Umwelt um dich herum bewegen sehen. Und daraus schließt du, dass du dich bewegen musst. Aber du siehst es nicht. Du siehst nur eine Bewegung der Umwelt. Das ist schon mal ein ziemlich krasser Punkt. Für einen selber ist man immer, hat man immer die Geschwindigkeit null. Und jetzt kommt was anderes Lustiges dazu. Und zwar jetzt wird's richtig krank eigentlich schon fast. Und zwar dieser Typ hier im Zug, könnte man vermuten, sieht das Licht an sich vorbeiziehen. Und wir wissen ja, das Licht hat die Geschwindigkeit c. Das Licht hat die Geschwindigkeit c, der Zug hat die Geschwindigkeit 0,5 c. Und der Typ sieht dann das Licht mit der Geschwindigkeit 0,5 c. Das könnte man vermuten. Aber das Besondere ist, dieser Typ hier sieht das Licht mit der vollen Lichtgeschwindigkeit. Es gibt keinen Äther. Das heißt, das Licht weiß nicht, ob es von diesem Typen betrachtet wird. Für das Licht oder das Licht ist von allen Betrachtern aus immer Lichtgeschwindigkeit schnell. Die Lichtgeschwindigkeit ist konstant. Von allen Inertialsystemen. Das heißt, egal wie schnell man sich bewegt, Lichtgeschwindigkeit bleibt Lichtgeschwindigkeit. Und deswegen hat man selbst die Definition von Meter umverlegt. Früher war ein Meter so ein Block, der irgendwo liegt. Aber das ging nicht mehr. Da gab es Probleme mit. Und deswegen hat man Meter so umdefiniert, dass es die Strecke ist, die Licht zurücklegt. In einer bestimmten Zeit. Lichtgeschwindigkeit ist wirkliche Naturkonstante. Das ist eine Naturkonstante, die ist konstant. Für allen und jeden. Immer und überall. Und das gibt jetzt ein paar seltsame Sachen. Und zwar sieht der Typ hier im fahrenden Zug die Lichtgeschwindigkeit immer noch als Lichtgeschwindigkeit. Obwohl er selber mit der halben Lichtgeschwindigkeit rumfliegt. Das ist natürlich auch krass. Und diese Allgemeinheit der Lichtgeschwindigkeit in verschiedenen Inertialsystemen, das ist eine grundsätzliche Aussage von Albert Einstein. Und im nächsten Video werden wir gucken, was das für Auswirkungen hat. Bis dann aber noch viel Spaß.